Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um die PvP-Mounts aus BFA, beziehungsweise auch um die, die man davor spielen konnte. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Und zwar zeige ich euch als allererstes mal das aktuelle PvP-Mount, das wir in der vierten Season bekommen. Und das schimpft sich boshafter weißer Kriegssäbler. Und ihr seht schon, das ist ein Recolor. Beziehungsweise schon das zweite Recolor von diesem schicken Säbler-Mount hier, der sehr, sehr viele Texturen hat. Ich mag das Model tatsächlich, also das Grundmodel und jetzt auch dieses, ich nenne es jetzt mal eingefärbte Albino-Model. Und wie wir das bekommen, will ich euch mal zeigen. Seit Battle for Azeroth ist es so, dass wir einmal hier unter gewerteten PvP eine Leiste haben, und zwar hier die Riesenbelohnung. Und wir müssen diese Leiste einmal auf 100% füllen. Und sobald wir das getan haben, bekommen wir automatisch das Reittier. Sowohl auf der Horden- als auch auf der Allianzseite. Das werde ich euch auf der Hordenseite auch gleich noch zeigen. Und ja, sobald wir den Balken gefüllt haben und das Mount haben, können wir den Balken nochmal füllen und nochmal füllen und nochmal füllen. Wenn wir den ein zweites Mal füllen, kriegen wir dann einen schrecklichen Sattel. Mit dem können wir uns andere Mounts kaufen. Werde ich euch nachher auch gleich noch zeigen. Und ja, ihr fragt euch jetzt sicher, okay, wie kann ich diesen Balken füllen? Wir müssen Games gewinnen im Zweier-, Dreier- oder im 10 versus 10, heißt in der Arena oder dementsprechend im RBG. Aber nicht jeder Win zählt, sondern ihr müsst auf einem Rating von mindestens 1400 sein und dann Games gewinnen. Also sprich, ihr startet bei 0, spielt bis 1400, kriegt 0 von den Balken hier hoch. Sobald ihr bei 1400 seid, den ersten Win habt, kriegt ihr den Balken hoch. Wenn ihr dann wieder unter 1400 droppt und einen Win habt, kriegt ihr wieder nichts mehr. Aber ihr verliert eure Prozente nicht, nein. Also sprich, spielt einfach über 1400, 1500, 1600. Das ist eigentlich ein Feld, wo auch jemand gewinnen kann, der nicht gut im PvP ist. Eigentlich, das ist relativ easy, würde ich mal behaupten. Das kann jeder schaffen. Am einfachsten ist das Ganze, wenn man das im 3 gegen 3 spielt, denn man bekommt unterschiedlich viel Prozentpunkte für den Win. Im 2 gegen 2 bekommt man relativ wenig, im 3 versus 3 ist schon ganz gut was und im 10 versus 10 bekommt man nochmal ein Stück mehr. Das Problem ist, ein RBG, 10 Leute aufzutreiben, da einen Win zu fahren, dauert im Verhältnis wesentlich länger, als mal schnell einen Dreier-Win zu machen. Heißt, das Effizienteste meiner Meinung nach ist, wenn ihr Dreier spielt, wenn ihr natürlich eine RBG-Gruppe am Start habt, die regelmäßig loskommt, dann kann man das natürlich auch im 10er machen. Ihr könnt es auch auf dem langen Weg im Zweier spielen, aber ihr braucht etwa zwei bis dreimal so lang über Zweier als über Dreier quasi für diese Wins hier. Genau, dann kann man sich noch diese schönen Sattel erspielen und die können wir dann dementsprechend einlösen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die BFA-Mounts an, sowohl auf Horde- als auch Allianzseite und dann können wir uns die älteren noch angucken. Dazu geben wir hier einfach mal Season ein. Und dann sehen wir schon, sind vier Mounts angezeigt. Das sind die vier Season Mounts und hier ist dann noch für die quasi M Plus Season, aber das interessiert uns jetzt hier mal nicht. Das erste Mount, was wir uns holen konnten, ist quasi hier dieses Hippo Mount. Das war in der ersten Season quasi das PvP Mount für die Allianz. Ist ein ganz nettes Ding und ein Hippo Mount gab es, glaube ich, an der Stelle noch nicht. Oder doch, ich glaube, einen Hippo Mount. Nee, es glaube ich gab es gab noch keine so eine Flussbestie, zumindest keine mit Rüstung. Dann das zweite Mount war hier der Säbler, den man ja auch schon mal vorher hatte. Und hier ist es quasi so ein dunkler Recolor, also schwarzer Kriegssäbler. Das ist jetzt hier der weiße. Das dritte war dann der Basilisk hier. Und das vierte ist quasi, ja, das weiße, also dieser weiße Kriegssäbler, den wir jetzt hier haben. Das sind die vier Mounts aus BFA. Selbiges haben wir dann bei der Horde. Jetzt sind wir mal kurz auf den Horden-Char geswitcht. Das hier ist quasi das Season 4 Horden-Mount. Auch einen Recolor-Mount. Ihr seht ziemlich viele Details. Ich finde das auch relativ cool, muss ich sagen. Und zwar schimpft sich das Ding boshaftes weißes Knochenross so rum. Und wenn wir jetzt auch hier gucken, Season, haben wir auch hier die Season-Mounts. Und zwar haben wir hier das Kriegsgrollhuf. Das ist die erste Season. Dann hier, zweite Season war quasi auch boshaftes schwarzes Knochenrost. Da gab es auch ein Ursprungsmodel. Hier haben wir das dunkle. Das dritte war dann auch ein Basilisk. Und zwar hier einfach in Rot anstatt in Blau für die Allianz. Und das vierte, das weiße. Genau, das sind soweit die Mounts. Dann können wir uns gerne auch nochmal die älteren Arena-Mounts angucken. Übrigens, kleiner Fakt am Rande: Wenn ihr die erste, zweite, dritte Season verpasst habt, könnt ihr Stand jetzt die Mounts nicht nachholen. Ich hoffe für euch, beziehungsweise allgemein für Blizzard, weil sonst wäre es echt dumm, dass man die dann auch kaufen kann, sobald BFA rum ist.
Warum denke ich das, dass das so kommen wird? Und zwar gibt es sowohl bei der Horde als auch bei der Allianz einen Händler, ihr seht den hier, wo man gegen diese schrecklichen Sattel, wir erinnern uns, diese bekommen wir, wenn wir einmal den Balken aufgefüllt haben, das Mount, beim zweiten Mal kriegen wir den Sattel, dann können wir das ein drittes Mal auffüllen, ein viertes Mal, also wenn ihr viel, viel Arena oder RBG spielt, könnt ihr einen Haufen Sattel in einer Season farmen, können wir uns quasi hier über die Sattel alte Mounts holen. Das sind aber die ganzen alten Mounts, die man quasi in Legion erspielen konnte, ich glaube WoD und ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch weiter zurückgräbt. Nee, ich glaube in MOP gab es da keine. Also es müssten, glaube ich, Legion und WoD sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es MOP auch noch ist, aber ich meine nicht, aber ist schon zu lang her für mich. Genau, und die können wir uns auch mal angucken. Boshafter, also die heißen alle Boshafter und das Flussbestie hatten wir. Dann gab es hier so eine Schildkröte zum Beispiel, so einen Kriegsbären. Den Basilisken hatten wir schon, dann gab es hier so einen Elek, einen Fuchs gab es mal, dann einen Löwen, dann das hier ist die Ursprungsvariante, die quasi die Ursprungsvariante von der weißen bzw. dem schwarzen Recolor. Dann gab es natürlich auch hier einen Widder, der irgendwie relativ unspektakulär ist, das hatten wir ja schon. Dann gab es auch mal so ein guineisches Pferd und dementsprechend, ja gut, das können wir uns jetzt nicht über. Nicht hier über eine Marke kaufen, aber das ist auch ein PvP-Mount, das wir uns damals über RBG Achievement erspielen konnten, beziehungsweise glaube ich immer noch, da muss man einfach ein paar RBGs gewinnen. Genau, das sind soweit die ganzen boshaften Ali-Mounts. Wie gesagt, man kann sich alle NSW hier bei dem Händler kaufen, bis auf die von BFA. Ich hoffe jetzt mit dem Endpatch von BFA, dass die noch eingefügt werden, dass die Leute, die jetzt nicht aktiv PvP gemacht haben, in BFA sich das noch kaufen kann. Der Händler befindet sich in SW hier bei den Koordinaten 76, 65, genau hier unten. Wenn ihr das Ali Pandor, also wenn ihr das Ali-Mount habt, kriegt ihr immer das Horden-Pandor und andersrum auch. Also sprich, ihr müsst es nur mit einer Fraktion spielen und ihr kriegt alle Mounts von der anderen Fraktion. Die werden umgewandelt. Ich habe nämlich kein einziges Horden-Mount mehr gespielt. Ich habe die quasi alle nur mit der Allianz gespielt und habe alle Horden-Mounts. Genau, aber ich kann die natürlich dann nur mit der Horde einsetzen. Und auch hier schauen wir uns nochmal die Mounts an. Schildkröte kennen wir schon. Hier einfach bloß in Rot gehalten. Mit Horden-Emblem drauf. Selbiges kriegt für den Bär. Basilisken haben wir uns schon angeguckt. Selbiges auch für den Fuchs. Das hatten wir uns schon angeguckt. Dann gibt es hier den Raptor. Den hat natürlich die Allianz nicht. Dann haben wir hier so einen Falkenschreiter. Den hat die Allianz auch nicht. Dann haben wir hier so einen Skorpion. Da muss ich sagen, bin ich echt ein bisschen neidisch als hauptsächlich Allianzspieler. Dann haben wir den Wolf, der ist auf jeden Fall schick. Das ist das Pendant zu dem RBG-Gewinn-Achievement. Ja, dass man sich als Allianz erspielen kann und quasi ja, dieses Pferd kriegt. Und hier kriegt man dementsprechend den Wolf. Dann haben wir, ja, so ein Trike, würde ich jetzt mal sagen, ist das. Und ja, dann sind wir eigentlich durch. Hier ist noch das Original von den beiden Recolor-Mounts, also von dem weißen bzw. dem schwarzen. Ich muss sagen, das Original sieht hier fast am coolsten aus. Ne? Das Weiß ist auch nicht schlecht, aber das hat was. Und ich mag immer so Mounts, die so viele Details haben, ne? Die jetzt nicht nur so eine glatte Oberfläche haben, sondern hier siehst du wirklich sehr, sehr viele Details. Und solche Mounts finde ich halt echt ganz cool, weil die so ein bisschen plastischer sind als so die 0815-Dinger. Genau, das war es eigentlich soweit vom Video. Ich kann euch noch einen kleinen Tipp geben. Mir ist aufgefallen, wenn ihr mit zwei Accounts gleichzeitig online seid, dann kriegt ihr irgendwie, warum auch immer, für dieses Rondell hier oder diesen Balken mehr angerechnet. Wahrscheinlich ist das nicht geplant und ja, ich habe das nur rausgefunden, aber ich will jetzt ungern, wenn ich nebenbei Arena spielen will, quasi nicht auf dem zweiten Account online sein, weil ich meistens was in Zahar noch stelle. Und da ist mir das halt aufgefallen. Also müsst ihr selber für euch wissen, ob ihr das ausnutzen wollt, um das schneller zu füllen oder halt auch nicht. Aber ja, ich habe jetzt keine Lust auszuloggen mit dem zweiten Account, dass ich den nicht nutzen kann, bloß weil Blizzard es nicht hinkriegt, das richtig zu fixen. Dann kann man das doch ganz gut mitnehmen und kriegt den Balken so ein bisschen schneller vollgefüllt. Und wenn man keinen zweiten Account hat, ist es auch nicht schlimm. So lange dauert es tatsächlich nicht, das Holz zu finden. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte euch das Ganze geholfen haben, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.